Und nun sehen Sie die Geschichte eines Schmetterlingsfängers, der einen wunderschönen Schmetterling einfangen möchte. Butterfly mit Nelly Shiganshina und Alexander Gashi. Eine wirklich wunderschöne Nummer von Nelly Shiganshina und Alexander Gashi, und da ist wirklich auch Vertrauen gefragt.
Ja, absolut. Vor allen Dingen der Dritte im Bunde, hier in diesem Fall Philipp Tischendorf, der die Maschine bedient, die praktisch diese Longe hoch und runter fährt. Das machen die beiden auch nur, weil er hier eben mit ihm trainiert und das tagtäglich einüben kann. Das ist schon eine heikle Sache. Sie sehen es selber, wenn man da abstürzt. Und gerade bei dieser Figur zum Schluss, da hat Alex wirklich nur die Hände seiner Partnerin und sonst gar nichts. Das ist nicht ohne. Ja, hat mir sehr gut gefallen, die Nummer, wirklich mal was Neues, denn gerade als Tanzpaar habe ich sowas noch nicht gesehen, diese Flying Acts, da gibt es immer mal wieder sowas, auch von Eisläufern, aber als Tanzpaar, muss man sagen, habe ich das noch nicht gesehen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die beiden waren der Dritte bei den deutschen Meisterschaften, ja. Erste, die Geschwister Bayer-Bayer, und die gehen auch zur Olympia. Die haben auch die Norm geschafft, zweimal die Punktzahl erreicht und haben wirklich eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich, sind ja wieder zusammen, muss man sagen, nach einem Jahr getrennte Wege, haben sie dann doch erkannt, dass in der Kombination sie einfach den größten Erfolg erzielen können und die Saison hat ihnen recht gegeben. Hier sehen wir noch weitere schöne Impressionen der letzten Nummer. Es war schon wirklich beeindruckend. Ja, und Nelly und Alex haben ja hier jetzt eben auch in Oberstdorf ein Zuhause gefunden. Mit ihrem Trainer, Rastislav Sinizin, hoffen sie dann im nächsten Jahr.